Dann finde ich mein Mikro auch ist, wenn ich eine Taste drücke. Das ist mir in den Aufnahmen aufgefallen. Weil ich habe ja so, wie nennt man das? Diese Rauschunterdrückung drin ist da. Und wenn ich dann nur Maustaste drücke oder so, oder meine Tastatur betätige, dann hört man das richtig. So, dann mir das irgendwie zu wenig Grafikgemuxe ist. Mauntchen, dich hab ich, euch Ficker hab ich nicht vermisst, ja, in diesem verkackten Dreckspiel. Klar, nach so einem Skid-Up. Also nach so einem Kolbengewehrschlag, ja, oder Gewehrkolbenschlag. Da würde ich ja nicht so wieder so, ja, mir geht's super gut und so. Okay. Ah ja. Fühlt sich jetzt cool mit deiner Mac 10, Alter? Was bist du eigentlich für einer? Oh. Schneid dir mal die Haare, Alter. Ey, du hast schon fast so einen Cäsar-Kranz, ne? Kennst du? Kennst du Cäsar? Damals, Alt-Rom und so? Naja. Was mit dir? Du bist wohl erst jetzt eine Maske tragen musst, oder was? Typisch. Typisch, diese Albaner. Nee, was hat die Afrika? Nee, Moment. Seid ihr. Kennt ihr nicht ISIS? Die gehören auch zu euch, glaube ich. Die sehen auf jeden Fall euch sehr ähnlich. So ein bisschen. Ist auch so Terroristen. Die wollen auch immer nur die. Sag mal, wie viel fährst du eigentlich? Kannst du schneller fahren, Alter? Du fährst nur 50, was ist das denn? Das ist Innenstadt. Kannst du 60 fahren? Außerdem sehe ich hier keine Schilder. Polizei scheint es ja auch nicht zu gehen. Kannst du schneller fahren? Du hast von Driften gehört? Hättest du auch so geschafft. Bye. Ja, genau deswegen habe ich dich vermisst, ihr Wichser. Du bist auch ganz cooler mit deiner Patrone da am Bildschirmsperr hier, ne, am Rückspiegel, ey. Ganz cooler bist du, ey. Ganz Gas geben. Warte mal. Was ist das für eine Ranzkarre, Mann? Du fährst Automatik? Bist du schwul? Was ist das? Was ist das überhaupt? Ist das ein Mercedes? Oder ist es Opel? Weder noch. Sch beides scheiße. Hey, das sieht aus wie so ein Opel. Guck mal da vorne. Das Ding, ich glaube. Na, Opel ist Quatsch. Ich glaube, das ist so ein billiger Abklatsch von Mercedes. Weil das ist so ein, wie nennt man das hier? So ein israelischer Abklatsch von Mercedes. Weil da vorne ist so was ähnliches wie Mercedes-Stern. Und der Innenbau sieht auch aus wie ein Mercedes. Was nun? Sind wir endlich da? Ja, Gott sei Dank. Jetzt chill mal deine Base, Mann. Ich komm doch schon. Ich komm doch schon. Aua. Ja, ganz, bleib ruhig, Bello. Oh mein. Alter. Oh. Ey. Das war nicht so geil. Sag mal, wo war der Typ? Der hat mir gerade in die Fresse getreten. Alter. Das müsst ihr mit dem auch mal machen. Volk aller Trip. Oh, Junge. Ey, wer ist das denn? Ich glaube, den kenne ich. Der war in den Nachrichten. Ist das nicht dieser Imran Zekajew oder Zlatan irgendwie so? Es geht ab. Wie geht's am Arm? Oh, warte mal. Warum ist das hier rot? An dem Kreuz fehlt noch ein Balken. Hallo? Sekunde. Was hast du mit dem Diegel vor? Was hat er mit der Diegel vor? Warum haben wir da eine Kamera? Ihr seid doch alle schwul, oder?
Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Leute. Aber in weniger als drei Check das, Alter. Willkommen zum Modern Ladesimulator 2018. Nikola ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Ultranationalisten. Digga, das sind Ultranazis. Das ist ja richtig heftig. Er ist mitten in der Hölle und wir werden... Das heißt... Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung. Nee, wir vergessen unsere Freunde nicht. Das heißt ja, wenn wir, wenn das Ultranazis sind, ja, dann sind die schlimmer als die ganzen Hitler-Fanatiker. Ja? Versteht ihr das? Das ist safe. Ja, das heißt, ergo, ja, ISIS oder die ganzen Terroristen da drüben im Osten sind viel schlimmer als die ganzen Nazis oder überhaupt Nazis. Das müsst ihr euch mal geben. Ultranazis. Das klingt wie so ein schlechter, weiß ich nicht. Das klingt so, als wäre das voll erfunden. Ultranazis. Hammergeil. Located. John Soap McTavish. In Caucasus Mountains. Caucasus Mountains. Russia. Schaut das nicht auf Deutsch ist, ey. So, das heißt, wir knipsen den ganzen Nazis jetzt. Ich werde jetzt das ganze Let's Play über nur sagen, dass wir Nazis abknallen. Weil ich damit ja recht habe. Das heißt, jeder Nazi, der mir entgegenkommt, kriegt einen One-Hit ab. Weil ich die alle one-shotte. Wenigstens habe ich jetzt nicht mehr dieses scheiß Gewackel auf dem Boot. Ey, das ging mir auf den Sack. Ey, ohne Spaß. Das war das mit Abstand... Was geht ab? M4? Was habe ich hier? Yo! Alles klar. Überlasst mir das mal schießen. Sexy Motherfucker! Was haben wir hier? M4A1. Oh, sexy. So, dann haben wir noch ein M. Und dann haben wir noch die M21. Oh, das ist die Autosniper, Alter. Geil! Let me do the whole work. You know why? Cause I'm a criminal. Criminal. Bullshit. Slipper schrie. Dein Maul. Bin ein sexy Motherfucker. Weil ich sie alle umbringe. Ich hab gar kein Flashlight, ne? Red Light, Green Light, everyone take a shot. Red Light, Green Light, give me everything you got. Ah, Ruski. Zucker Blier. Ja, ist besser für dich, du. Hast du gesehen, wie ich alle weggesnippt hab? Oh shit. Ihr hättet euch trotzdem alle gefickt, so piu, 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 piu. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Ist nicht ähnlich. Na, lass mich mal durch. Schnauze. Oh, Alter, wenn du nicht aufhörst, Russisch zu sprechen, ne? Dann chatte ich dir so eine, dass du in Nordmoskau aufwachst. Ach, komm ich lang. Sexy Motherfucker! Hallo? Hallo! It's me! Scharfschützen in Position! Jo. Yes! Die linke Flanke decken! Verstanden! Decke linke Flanke! Alle Einheiten Angriff sofort schalten!
Gotcha. So, schalten Sie die MG-Schütze an den Fenstern aus, damit Kameras Männer das Gebäude stürmen können. Welche MG-Schützen? Guter Schuss. Macmillan wäre beeindruckt. Scheiße, Feindhubschrauber. Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamerow. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang. Machen Sie hin, Kamerow. Ich will den Informanten. Ist so, ich warte nur auf euch. Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bannen einen weg direkt zu ihrem Informanten. Das lässt du mal brav sein, wa? So. Ja, mach auf die Tür! Ich warte doch nur auf euch, Mongos! Och, halt doch dein Maul, Mann! Ich bin ja der Russe, ey. Das hat sich ja viel mehr. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Alter, der mit dem Raketenwerfer, ey. Das dürfte zu weit gewesen sein, ne? Wo ist mein Backup? Wo sind die Rifler? Das war der nicht. Captain Price, meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie. Ja. Und unser Informant. Blöder Trottel, Alter. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Fuck! Sag mal. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Verdammt, ich kann Munition mehr. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, wie sie wegkommt, oder? Hö. Och, Mann! Kann ich hier nachfüllen? Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Wo ist er? Das Haus. Das Haus. Das östlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setze ich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Ja, ich warte nur auf euch, du. Bye. So. Was geht ab? Ich halt fest!
Gotcha. Scheiße Bewegung. Vielleicht lebt er noch. Wo ist denn hin? Achso, ich musste hoch. Ich war richtig, lol. Ja, hat man ja auch gar nicht gehört, dass wir jetzt hier sind, wa? Yes. Yes. Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Na zdrowie, bliad, cukar, wodka, Putin. Warte. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Schwarzen Mann, schwarzen Mann. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Hier sieht man ja... Oh. Ey, nicht mal in Ruhe, das Nachtsichtgerät kann man hier abnehmen. Seid ihr eigentlich behindert? Oh, ich hab wieder Emotion. Geil! Bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Kämpf, super bliert. Big Bird. Ich hab auch einen Big Bird in meiner Hose. Lol. Roffel XD. Aus der Weg! Englische Brut. Hallo? It's me. Was geht hier eigentlich so? Irgendwas mit Laptops? Geheime Daten und so? Stimmt, oder? Nö. Big Bird! Oh, ein Hummingbird, Beach. Eine von zwei Dateien. Schade. Schon Al-Assad angegriffen. Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen.